Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Dark Cloud für die PlayStation 4 und ja, wir machen uns jetzt mal auf zu, ich glaube, Ebene 17 ist die aktuelle Ebene, zu der wir hin müssen. Und ich warne euch schon mal vor, ich bin ein bisschen angeschlagen, mich hat, glaube ich, die Grippe erwischt. Ich versuche aber so gut es geht, naja, nicht ins Mikrofon zu husten oder ähnliches. Ansonsten nehmt es mir nicht übel. So. Da haben wir auch gleich mal eine Tür für Ruby. Ich glaube, das ist eine Eistür, aber ich glaube, wir haben auch gerade aktuell Eis ausgerüstet. Ja, das muss man halt nur noch treffen. Ups, da haben wir schon die ersten beiden Gegner, nämlich so einen dreckigen Drachen und eine Düne. Ich versuche jetzt mal ein bisschen mit Ruby hier zu kämpfen, denn es schadet sicher nicht, auch die anderen Charaktere ein bisschen aufzubauen. Von daher, solange es geht, und Ruby ist ja auch ein Fernkämpfer, von daher sollte das eigentlich auch gut machbar sein. Aber jetzt kommen hier schon ein bisschen zu viele Gegner, meiner Meinung nach. Ich probiere jetzt noch den blauen Drachen hier irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes kalt zu machen. Ich hoffe, das gelingt mir. Da hat es mich erwischt und ui, da hat es mich genau mal erwischt. Okay, jetzt wechsle ich rüber zu Mauzi. Da sind wir doch ein bisschen auf der sicheren Seite, weil sie ja mehr Schaden macht. Außerdem. Und ups, hier. Eieiei. Da hätten wir mal den ersten down und den kriegen wir auch noch kaputt. Und den kriegen wir auch noch kaputt. Und dann hätten wir mal die erste Gefahr hier gebannt. Ja, gucken wir gleich mal hier weiter, was es hier so gibt. Hier ist der Ausgang und hier wieder eine Düne. Und noch irgendwas, noch eine Düne. Gab es einen Grashüpfer? Und die Karte, die auch relativ wichtig ist. Und wir sehen auch gleich, dass diesmal gar nicht so groß ist, das Gebiet. Also sollten wir eigentlich relativ flott hier fertig sein. Und wieder gibt es einen Totempfahl. Da kommt wieder ein Stahlriese. Die sind selbst mit Mauzi ein bisschen zäh, aber nichts, was uns irgendwie in Schwierigkeiten bringen könnte. Außer seine Stampfattacke vielleicht. Wenn man da nämlich zu nah dran steht, dann macht das ganz schönes Aua. Oh, und hier haben wir jetzt den Atlasraum gefunden, sozusagen. Denn hier haben wir ganze 5 Atlasse. Und jetzt sollte ich auch langsam die Waffe reparieren. Und wir sehen, gleich können wir auch ein Level steigen mit der Waffe, vermutlich. Jetzt, nachdem der Stahlriese kaputt ist. Ja. Und das werden wir doch gleich mal machen. Zuerst überlegen wir uns, was haben wir denn hier für Sachen rein? Ich würde mal sagen, so einen Metallbrecher und Totenbahn. Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Das wäre mir auch nicht wirklich tolle Sachen. Aber egal. Plus 8 und geht schon.
Das ist ja eigentlich das Wichtigste. So, was haben wir hier drin? Ein Steinschlüssel. Und dann schnappen wir uns jetzt einen Nexus und sammeln die ganzen Atlasse auf. Das sind ja sowieso alle Atlasse in dieser Ebene. Da gibt's ein Treppendach und als nächstes Engers Haus. Also ich glaube Enger haben wir sogar schon. Und schon wieder ein Totempfahl. Totus Haus. Und zu guter Letzt noch Häuptling Bonka. Und ich glaube, das Häuptlinghaus haben wir ja schon. Von daher können wir den Häuptling dann in sein Haus setzen. Aber zuvor haben wir hier noch zwei Wege, die wir gehen sollten, oder besser gesagt eigentlich zwei Räume, die wir uns nochmal anschauen sollten, denn erstens haben wir natürlich noch nicht den Schlüssel für den Ausgang und zweitens könnten hier ja auch interessante Schätze versteckt sein, die wir natürlich nicht ignorieren wollen. Allerdings haben wir schon sehr, sehr lange keine richtig gute Waffe mehr gefunden. Jetzt wäre natürlich für Ungaga, wäre es natürlich praktisch, irgendeine gute Waffe zu finden. Aber hier haben wir, glaube ich, die erste Möglichkeit. Oh, da auch nicht. Denn da lauert der Mimenkönig. Dafür gibt es ein Ersatzmannpulver und ein bisschen Gold. Ja, und jetzt haben wir nochmal eine Transfeder. Ja, ist so auch nicht. Die können wir auf jeden Fall immer gebrauchen. So, ab zum letzten Raum. Oh, da lauert schon der erste Gegner, eine Düne. Oh, und hinter uns wird auch mit irgendwas geschossen. Ich glaube, das ist ein Drache. Ja, dachte ich mir fast. Wobei es ja auch schon eine fette Kröte, aber. Uah, da kommt noch was. Noch eine fette Kröte. Und dann ist auch die fette Kröte hier kaputt. Und hier hätten wir das beste Huhn. Zauberkristall und mich wundert, dass ich die Kiste hier vorher nicht gesehen habe. Bin ich echt direkt daran vorbeigelaufen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall alles, was wir benötigen, um in die nächste Ebene zu gelangen. Das wäre dann Ebene 18. Okay, einen Gegner gibt es noch, aber der ist uns jetzt, glaube ich, mal egal. Und wir gehen jetzt mal hier weiter und verlassen das Verlies mal kurzzeitig, denn wir wollen ja wissen, was uns die ganzen Häuser hier bringen. Vielleicht können wir auch wieder irgendwas vollständig machen und kriegen dann vielleicht auch eine coole Belohnung. Was hätten wir denn hier? Also wir hätten erstmal das Häuptlingshaus und da haben wir auch den Häuptling irgendwo. So, und damit ist das Häuptlingshaus und der Häuptling fertig. Dann haben wir Engers Haus. Das haben wir irgendwo. Machen wir erstmal ein schönes Plätzchen. Vielleicht hier. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Und da ist auch Enger schon. Ein paar Sachen können wir auch schon hier platzieren. Zumindest die Dinge,
die augenscheinlich klar sind. Dann hätten wir auch totes Haus und totes, ja, hier. Und ich glaube, der hier. Ja, der gehört dahin. Und vielleicht. Ah, hier gibt es auf jeden Fall noch Schätze. Graskuchen. Ah, guck mal, da ist Gosuke, sieht dich zum ersten Mal. Aber hat dich davor schon gesehen. Sagen wir lieber, was du willst. Gosuke braucht einen Griff für Totos Haus. Einen Griff, okay. Gehen wir erstmal rein und schauen, was der kleine Junge da drin braucht. Dieser Toto, ich glaube Toto heißt er. Tasche ist voll, können wir nichts betragen. Auch nicht schlecht. Dann geben wir Wolfi mal hier einen Abwehrkuchen. Und Ungaga. Das haben wir noch vom letzten Mal. Und schon können wir hier eine Paradiesfrucht entnehmen. Und hier gibt es einen Steinbrecher und eine Kürbisflasche. Und vielleicht gibt es hier oben. Okay, hier, Toto ist gerade nicht hier. Der wird wahrscheinlich draußen irgendwo herum strawanzen. Er gibt schon wieder 10.000 Schätze. Was einerseits natürlich nicht schlecht ist, aber wir haben einfach schon viel zu viel Zeugs hier. Na gut. Was haben wir hier? Fischgebäck ist nicht schlecht. Und ein Tierbann. Und vielleicht haben wir hier auch noch was. Untotenbann. Ich glaube, das ist das Häuptlingshaus, oder? Ich glaube, das ist es. Nö. Wer ist das? Ah. Du kommst nicht aus Muskellacke. Mein Name ist Enger, aber ich bin nur ein alter Mann. Was brauchst du denn? Denk an das schicke Strohdach. Wenn du das vergisst, sieht es aus wie ein Kürbis. Und natürlich brauchen wir einen Pfahl. Ah, die Tasche ist schon wieder voll. Es wird langsam Zeit, dass wir hier ein größeres Gepäck finden. Ist das vielleicht Toto oder wie der heißt? Nee, das ist er nicht. Egal, gucken wir mal, ob wir hier schon was zusammenbauen können. Ja, das heißt, Engers Haus ist auch fertig. Wo war das nochmal? Totes Haus, Zabos Haus, Halblings Haus, Brooks Haus, Engers Haus. Ja, dann fragen wir ihn einfach mal, was er denn Schönes jetzt für uns hat. Hey, du bist es, mein Sohn. Danke für alles, was du für uns getan hast. Das ist für dich, mein Sohn. Ich hoffe, du passt gut darauf auf. Ein Prachtschwert. Das ist mein altes Schwert, aber es ist noch ganz in Ordnung. Vor langer Zeit habe ich damit so manches angestellt. Meine Zeit als Anführer, ich war unglaublich, musst du wissen. Ta! Autsch, naja, ich kann mein Alter nicht verleugnen. Tut mir leid, ich habe ein bisschen geflunkert. Ich war nie stark, auch nicht, als ich jung war. Gerade als ich dachte, ich könnte Anführer werden, übernahm Bonker das Amt. Ich war wohl nicht dazu bestimmt. Aber Bonker war echt eine Wucht. Sie hat jeden noch so starken Mann im Dorf besiegt. Sie war noch ein Teenager, als sie mich besiegte und Stammesmutter wurde. Und sie war so wunderschön wie eine Kriegsgöttin. Huch, was rede ich denn da? Vergiss, was ich eben gesagt habe. Entschuldige, aber ich muss unser Gespräch für heute beenden. Ich habe Rückenschmerzen. Bis dann, mein Sohn. Ja, mit Rückenschmerzen sollte man natürlich nicht. Ja. Huch, das hätte ich fast vergessen. Du hast mein Haus wieder aufgebaut und zum Dank kannst du hier deine Gegenstände lagern. Es ist mir ein Vergnügen, dir mein Haus zur Verfügung zu stellen. Ja, mit Rückenschmerzen sollte man nicht scherzen, wollte ich sagen. Und jetzt müssen wir hier irgendwas kaputt machen.
Nee, dann machen wir einfach das andere Prachtschwert kaputt und legen das neue Prachtschwert rein. Hat sich nicht viel gebracht. So, dann lagern wir mal was ein. Nämlich würde ich jetzt gerne mal mein Gold hier einlagern. Und da gibt es auch eine Trophy, nämlich Sammler. Die bekommt man, wenn man das erste Mal etwas einlagert. So, und sonst brauchen wir ja nichts. Achso, wir könnten eigentlich auch, wenn wir hier schon Platzmangel haben, könnten wir eigentlich gleich mal ein paar Waffen einlagern. Aber gut, das reicht auf jeden Fall fürs Erste. So, das war jetzt das Haus. Ne, das war nicht das Haus des Anführers, glaube ich. So, ist das jetzt? Da ist, glaube ich, der Junge. Oder? Ja. Oh, wer bist du, Bruder? Bist du neu in diesem Dorf? Ich bin Toto. Sehr erfreut. So, sagen wir wieder, Haus aus den Säulen. Ich brauche einen Totenfallen. Na gut, dann. Bitteschön. So, und damit hätten wir auch hier das Haus vollständig. Hey, es stimmt etwas nicht mit Gosuke. Gosuke bewegt sich nicht mehr so viel wie früher. Toto. Ach, Gosuke, du hast mich erschreckt. Komm schon, steh auf. Toto. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Gosukes Auftrag beginnt nun. Was sagst du da? Was soll das heißen, Abschied? Wir haben immer gesagt, wir bleiben auf ewig zusammen. Freunde für immer, nicht wahr? Freund. Gosuke ist Totos Freund? Ja, klar, wir sind Freunde für immer. Gosuke ist Totos Freund, aber Gosuke ist kein Mensch. In Gosuke steckt ein magischer Schatz. Das ist die Kraft, die mich bewegt. Gosukes Auftrag ist es, den Schatz zu beschützen. Letzter Auftrag ist es, den Schatz weiterzugeben an. Was? Wir sind Freunde, wir sind beste Freunde. Ich lasse dich nicht gehen. Nein, ich lasse dich nicht gehen. Gosuke hatte einen Freund vor langer Zeit, ein anderer Freund. Er erschuf Gosuke. Gosuke hat es ihm versprochen. Versprochen, den Schatz zu behüten, bis die Person kommt, die den Schatz holen will. Gosuke hält sein Versprechen. Nein, tu das nicht, ich habe nur dich, Gosuke. Du bist mein einziger Freund. Schluchz, nein, geh weg. Geh nicht weg, sorry. Gosuke, Totos Freund. Im nächsten Leben wird Gosuke ein Mensch. Dann bleibe ich immer Totos Freund, das verspricht dir Gosuke. Gosuke hält seine Versprechen. Schluchz, schluchz. Toto Freund, immer Gosukes Freund. Gosuke hält sein Versprechen. Toto, immer Freunde. Und jetzt ist er kaputt. Gosuke! Und da lässt er auf jeden Fall mal ein Schwert fallen. Hey, das muss dein Schatz sein. Schnell, nimm ihn dir. Das ist Gosukes letzter Auftrag. Ein Schwert und Sonnenschwert erhalten. Gosuke. Hey, du wirst das Vieh mit Gosukes Schatz besiegen, nicht wahr? Du musst es besiegen, du musst es besiegen. Ach, muss ich das? Das heißt, wir nehmen jetzt dieses... Ach, das kann man gar nicht aus... Oh ja, das kann man ausrüsten. Ja, da werden wir es doch gleich mal ausrüsten hier, oder? Das hat sogar 4 Slots. Und es hat auf jeden Fall auch viel Donner und... Da werden wir hier noch ein bisschen Donner reinpflanzen.
Und das nächste Mal können wir es dann auch gleich benutzen. So, und jetzt starten wir noch dem Bürgermeister einen Besuch ab. Und dann hätten wir auf jeden Fall mal, ich glaube, alles hier, also bis auf den Totenpfahl, ich glaube, der gehört auch noch irgendwo. Ja, jetzt haben wir hier aber alles, also jetzt haben wir wirklich hier alles. Und ich glaube, dass es auch dabei bleiben wird. Und die nächste Ebene vermutlich dann auch schon der Boss sein wird, aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Und da liegen auch einige Schätze wieder. Hey Kleiner, was gibt's denn? Ich mache gerade ein Nickerchen, kannst du heute Abend wiederkommen? Wie? Es ist doch schon Abend. Na gut, der will aktuell, der oder die, keine Ahnung, was das genau ist, will aktuell nicht mit uns sprechen. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, dann ist es sowieso schon wieder Zeit, einen Cut zu machen. Das nächste Mal gucken wir mal in die nächste Ebene. Vielleicht ist es schon der Boss, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es auf jeden Fall im nächsten Video erfahren. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder eine Menge Spaß, auch wenn ich hier ein bisschen angeschlagen bin und weiß nicht, ob man es mir anmerkt, aber ja, werde trotzdem für euch hier aufnehmen und sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!